Baden-Württemberg ist meine Heimat. Das Land ist Wohlstandsmotor und Technologiestandort zugleich. Die Menschen hier sind bodenständig, fleißig und heimatverbunden. In Walderstadt bin ich aufgewachsen. Hier lebt meine Familie, hier ist mein Zuhause. Mit meinem Vater habe ich hier schon als Kind Äpfel aufgelesen. Ich hatte eine wunderbare und behütete Kindheit. Die politische Linke und der Mainstream entwerten die Familie. Dabei ist Familie das Fundament unserer Gesellschaft. Gemeinsam müssen wir Familien stärken. Deshalb fordere ich, deutsche Familien entlasten. Steuern für kleine und mittlere Einkommen runter, Erbschafts- und Grunderwerbsteuer abschaffen. Wir brauchen endlich eine Willkommenskultur für unsere Kinder. Mittelstand und Industrie sorgen für unseren Wohlstand und beschäftigen Millionen von Menschen. Gemeinsam müssen wir unsere Schlüsselindustrien gegen grüne Ideologen bewahren. Deshalb ja zum Industrie- und Wirtschaftsstandort Deutschland. Nein zu Klimahysterie, Fahrverboten und explodierenden Strompreisen. Seit 4 Jahren kämpfe ich für Sie im Deutschen Bundestag. Dabei habe ich mir nicht nur Freunde gemacht. Erklären Sie mal, was Sie genau für die Menschen hier in Deutschland tun. Sie sind, ja, Sie sind ja sehr jung. Aber vielleicht haben Sie mal gelesen von Willy Brandt. Alt genug, um eine Familie gegründet zu haben und Verantwortung für meinen Sohn zu übernehmen. Da können Sie noch ein bisschen nachholen, mein Lieber. Ich würde sagen, ich kann mir Ihre Verachtung gewiss sein. Weil Begründung, die AfD will das Geld im Land halten. Lieber Herr Hoffmann, genau richtig. Wenn eine der größten Krisen seit 1929 hier auf deutschem Boden stattfindet, dann wollen wir zu Recht versuchen, maximal viel Geld hier im Land zu halten, um den Bürgern, um den Unternehmen, um den Menschen hier in Deutschland zu helfen. Und da kann ich gar nichts Unanständiges dran finden. Hohnmeier, ein wirklicher Hetzer, also einer der wirklich ganz, ganz schlimmen Hetzer. Am Anfang des Jahres haben Sie, Frau Roth, sich beschwert, dass seit dem Einzug der AfD die Leichtigkeit des Hauses weg sei. Sie haben recht. Zur ganz großen Koalition von Linkspartei bis CSU gibt es jetzt eine Alternative, die Alternative für Deutschland, meine Damen und Herren. Ich sage, der Deutsche Bundestag ist kein Konsensparlament. Ich bin nicht dort, um Freunde zu finden. Mein Auftrag ist Klartext und Politik für unser Volk. Mein Name ist Markus Frohnmeier. Ich bin Ehemann, Vater und Patriot und bitte um Ihre Stimme für die Landesliste.